Ideen ist ein Tag, an dem unterschiedlichste Menschen zusammenkommen, um Ideen für eine lebenswerte Zukunft zu erleben, Ideen zu vernetzen und eigene zu entwickeln. Ich bin Ulrich Martin Drescher und mich bewegt die Idee von Think Camp. Think Camp ist eine Genossenschaft, die wir im April gegründet haben und die sich dran macht, ökologisch-soziale Projekte, Eco-Social Business voranzubringen im Sinne von Training, Seminaren, Coaching und Mentoring. Mein Name ist Ursula Draude und meine Idee, die mich bewegt, hat sich mittlerweile schon in ein Projekt weiterentwickelt und das war das Hofgut Oberfeld. Das ist entstanden aus einer Idee, lokale Agenda 21 hier in Darmstadt, wurde uns kurz vorgestellt in unserer Themengruppe und das hat mir sofort gefallen. Das ist nämlich ein Bauernhof, der von einer konventionellen Landwirtschaft auf biologisch dynamisch umgestellt wurde und jetzt seit ungefähr 4 Jahren auch die Demeter-Anerkennung hat. Und das ist eine super Idee gewesen, für die ich lebe, für die ich ehrenamtlich tätig bin und die mir immer noch sehr viel Spaß macht. Das Besondere an Tagen der Ideen ist, dass wir ein Format entwickeln, wo der Mensch wirklich sich öffnen kann und mit anderen in echten Dialog kommen kann. Und es gibt ein Gesamtkonzept, wo man erstmal wirklich ankommen kann, wo man sich ein bisschen kennenlernen kann, wo man dann ein paar Impulse erhält. Und dann in einen offenen Raum startet, wo man Ideen erleben und wirklich dann auch vernetzen kann. Ich heiße Andreas Terhofen, bin holistischer Organisationsberater. Was mich treibt, ist, Menschen zu unterstützen, ihre Ideen in die Welt zu bringen. Das tue ich mit Leidenschaft und Freude. Unser General Contact Ansatz ist der Weg dahin und Open Space ist ein Teil davon. Ich bin Stefan Büttner und mich bewegt Community-Supported Agriculture, das heißt gemeinschaftsgestützte Landwirtschaft. Und es geht darum, dass ein Hof die Menge an Menschen zusammensammelt, die er ernähren kann. Und diese Menschen finanzieren dann ein Budget von einem Wirtschaftsjahr vor, sodass der Hof gut kalkulieren und produzieren kann. Und dann wird alles, was geerntet wird, ohne dass irgendwie die einzelne Möhre oder so einen Preis hat, einfach verteilt oder ausgegeben an alle, die sich beteiligt haben in diesem Projekt. Und es ist ökonomisch und ökologisch sehr effizient und verbindet wieder die Menschen der Gesellschaft mit der Landwirtschaft, mit der Quelle ihrer Ernährung. Mein Name ist Johann. Die Idee, die wir verfolgen, ist, dass wir Software übers Internet und übers Handynetz an kleine Unternehmen weltweit vertreiben und anbieten und somit kleinen Unternehmen und kleinen Organisationen weltweit, egal in welchem Land, egal unter welchen Umständen, die gleichen Tools an die Hand geben, die heute ein Audi, ein Mercedes oder ein Microsoft an der Hand hat. Was kann man machen, um Unternehmen und kleinen Organisationen weltweit zu helfen? Was sind deren Tag-für-Tag-Probleme, dass man mit Dokumentation oder mit Management irgendwie lösen oder denen helfen kann? Was kann man tun? Ich würde meinen, dass die Probleme so komplex sind und unterschiedlich, dass man es nicht in eine Fragestellung reinpacken kann. Geht es darum, Rechnung abzurechnen? Geht es darum, zu verwalten oder geht es um Kommunikation? Mein Name ist Mauricio Pereira. Ich komme aus Bolivien und eine Idee, die ich habe, ist etwas mit Kommunikation, dass man nicht nur mit Worten sich kommunizieren kann, sondern auch mit Bewegung oder mit Anfassen sozusagen. Und das wünsche ich alle, ja, dieses Gefühl zu haben, dass man sich nicht nur mit Worten etwas sagen kann. Ich glaube, Ideen sind ganz, ganz wichtig, um voranzukommen. Ich muss ja erstmal eine Idee entwickeln und dann kann ich aus dieser Idee heraus kann ich ja was Neues gestalten. Mein Name ist Andreas Hetmanek. Eine Idee, die mich beschäftigt, ist, wie schaffen wir es, im Zusammenhang von Entwicklungsorganisationen, die mit Schwellenentwicklungsländern arbeiten,
hinzugucken, was haben wir in der eigenen Organisation für Potenziale, was haben die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, für Potenziale und die für einen wirtschaftlichen Kontext hier nutzbar zu machen und so Spenden sammeln, überflüssig zu machen und stattdessen Mehrwert hier in der Gesellschaft schaffen und den dann wieder investieren können. Die Fahrradtour Ideen erfahren war für mich eines der großartigsten Erlebnisse in meinem Leben und das, was ich den Teilnehmern mitgeben wollte, das Gefühl, schau mal, man kann die Welt gestalten und man kann Ideen umsetzen, das habe ich selbst erlebt. Ich werde sehr, sehr viel mitnehmen davon. Ich sehr genossen. Tat mir sehr gut und hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben. Nochmal ein ganz anderes Bewusstsein für alles, was ich tue im Leben. Ich werde alles wieder, was ich tue, wollen und nicht einfach so den Alltag leben. Voll gut, aber natürlich auch ein bisschen fertig so. Also die ganzen letzten Tage war halt ganz schön viel in meinem Kopf, ganz schön wenig Schlaf und gab ja schon einiges noch vorzubereiten und dann aber auch für die Gruppe da sein und so weiter. Das waren viele verschiedene Baustellen, aber ich glaube, alles in allem haben wir es jetzt echt super gut hinbekommen. Also jetzt ist noch gute Stimmung und ist alles toll, aber so langsam kommen wir den Abschied näher und eigentlich sollte das Grinsen aus meinem Gesicht verschwinden. Die Rückseite der Medaille ist halt natürlich, dass jetzt der Abschied dann wartet, ne? In einer Gruppe, die sich echt verdammt gut zusammengeschweißt hat. Gehört da dazu? Eigentlich ist mir das Wichtigste, dass ich den Kontakt zu den Leuten halte und eigentlich die Tour vor allem weiterlebt mit uns allen zusammen und dass wir es weitertragen und jetzt nicht einfach alle auseinanderbrechen.